Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Grandia. Ich habe jetzt wahrscheinlich die längste Aufnahmepause ever hinter mir. Und ja, für mich beginnt demzufolge eine neue Aufnahmesession. Ich bin noch nicht allzu lange wach und freue mich total, dass es hier endlich weitergeht. Ich habe beim letzten Mal an einer etwas blöden Stelle aufgehört, finde ich, so mitten in der Stadt. Den Neuparm haben wir erreicht. Hier sind wir, glaube ich, drin gewesen. Genau, ich wollte nur noch mal zu 100, 100, 100.000% sicher gehen. Ne, lieber einmal zu viel gucken als zu wenig. Und ja, ich weiß jetzt, auch wenn sie gerade nicht Teil unseres Teams ist, aber Fina ist erst 15 Jahre alt. Die letzten beiden Folgen sind übrigens noch nicht online. Einfach nur, damit ihr das einordnen könnt, bis wohin ich Kommentare lesen konnte. Keine Ahnung, ob wir das schon kennen. Also inhaltlich war das jetzt nichts Neues. Der Präsident, das kennen wir. Dass er seine Leute nicht übel bezahlt, da erinnere ich mich noch dran. Ich glaube, ja, mit den ganzen Leuten hier in der Ecke habe ich schon gesprochen. Die will uns Quellwasser andrehen. Da lehnen wir dankend ab. Und du so? Kontinent Messina? Ja, ich glaube, den kennen wir auch schon. Weil ich finde, dass seine Kleidung ja fast ein bisschen stranger ist als unsere. So, jetzt hier, ich glaube, den hier dürften wir noch nicht kennen, oder? Ich weiß über alles bestens Bescheid. Zum Beispiel, dass ihr nicht von hier seid. Ja, ist auch nicht so schwer zu erkennen, du Depp. Woher weißt du das? Na, an der Kleidung. Spätestens, oder? Hahaha. Jeder erkennt das an der seltsamen Art, wie ihr in der Stadt rumrennt. Ah, Leute von hier wissen, dass Rumrennen bei dieser Hitze einen auslaugt. Das Klima ist ganz anders als in Palm. Diesem puffigen kleinen Kerlchen scheint es ziemlich heiß zu sein. Wie wäre es, ihm den Kopf zu rasieren? Weiß. Hat der überhaupt Haare auf dem Kopf? Also ich sehe da nichts. Ja, rumrennen. Naja, wir werden es schon überleben, ne? Wir sind halt noch jung und wild. Und vor allen Dingen etwas schmächtiger als du. Vielleicht setzt uns das dadurch weniger zu. So, und du? Wir feiern heute ein Fest. Ich habe das beste Zeug vom Markt. Nur das Beste. Es ist Vaters Geburtstag. Bist du sicher, dass du es nicht übertreibst? Ist es okay? Natürlich ist es nicht okay. Ab morgen müssen wir anfangen, von Trockenbrot zu leben. Mann, diese Leute von Neuparm gehen wirklich alle zu Festivals und anderen besonderen Anlässen. Ist doch cool, oder? Also, ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag haben könnte. Wahrscheinlich eher nicht, aber so an sich. Oh, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie das Gebäude heißt. Ich gehe jetzt mal erstmal die eine Seite durch und danach die andere. Haus Nummer 6. Nein, ich will nicht wieder raus. Wer bist du hier auf dem Plakat? An Cherry erinnere ich mich noch. An die Gegenspielerin von Fina, wenn man so will. Hallo, wir kennen uns aber nicht. Sag, junger Mann, hattest du denn jetzt deine Beisetzung schon? Was? Nein, ich meine, Entschuldigung, Sir, da möchte ich gar nicht drüber reden. Sehen Sie, ich bin jung und frisch. Was meinst du denn damit? Es ist eine Verschwendung, die Beisetzung nicht schon zu feiern, solange man noch lebt. Was? Die Leute hier in Neuparm lieben es, besondere Ereignisse zu feiern. Darum begehen sie ihre eigene Beisetzung. Okay, dass sie besondere Anlässe mögen, aber was ist schöner an Beisetzungen? Du musst noch viel lernen, Kindchen. In Neuparm ist die Beisetzung eine größere Feier als sogar die Hochzeit. Okay. Und seit man die Beisetzung vorausfeiert, gibt es auch keinen Grund zur Trauer. Das ist interessant. Also gedanklich kriege ich das nicht so ganz hin, weil für mich jetzt der Tod nicht unbedingt ein Anlass zum Feiern ist. Aber, ja, wenn es sie glücklich macht, dann sollen sie das gerne tun. Ich finde die Vorstellung irgendwie sehr, 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 sehr gruselig und unschön. Und da wäre mir eher nicht nach Feiern zumute. Ich könnte also wahrscheinlich nie ein Neuparmer sein. Könnte ich sowieso nicht, weil es mir hier viel zu warm ist. Zum Pfandhaus. Da habe ich es endlich mal gesehen, bevor ich es betreten habe. Muss ja auch mal so rum funktionieren, ne? So, zeig mal an. Kann ich hier irgendetwas mitnehmen? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Oh, hört mal, Kinder. Ihr seid gerade ein bisschen zu jung, um allein einkaufen zu gehen. Kommt mit einem Erwachsenen wieder oder wenn ihr älter seid. Wenn ihr aber hier was verkaufen wollt, redet mit dem Chef. Das ist nicht fair. Sie wollen keine Geschäfte mit mir machen, aber trotzdem Geld verdienen. Hey, du musst mir nicht sagen, was fair ist und was nicht. Das Leben selbst ist nicht immer fair. Wirst du sehen. Hey, Kind, lass den Kopf nicht hängen. Das macht das Leben interessant. Mit einem süßen Gesicht wie deinem geht's im Leben immer irgendwie gut. Haha, heha.
Ich, haha, halt mal, ich bin nicht süß, ich bin ein harter Abenteurer. Ja, natürlich, Justin, natürlich. Ach was, ein kleiner Abenteurer, oh, du bist ja ein echtes Schätzchen. Ich glaube, die nimmt dir nicht so ganz ernst. Nun, Mr. Abenteurer, ich habe viel zu tun. Warum gehst du nicht draußen spielen, Piraten oder irgendwas? Wann werden mich die Leute wohl endlich ernst nehmen? Ja, wenn du Taten folgen lässt und nicht immer nur allen davon erzählst, wie groß und toll und männlich du bist und so. So, sie wiederholt sich jetzt. Gucken wir mal. Entschuldigt bitte, aber ich kann mit Kindern für euch keine Geschäfte machen. Oder wollt ihr etwas verkaufen? Ich nehme euch gerne Dinge ab. Das geht natürlich klar. Das überrascht mich ja jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas verkauft habe. Ach, ich wollte ja offscreen auch irgendwann mal aufräumen, ne? Die Folge ist, glaube ich, auch noch gar nicht online, wo ich mich gefragt habe, was ich mit den Mana-Eiern anstellen soll. Aber ich behalte das jetzt erstmal. Habe ich denn momentan ein Platzproblem? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas zu verkaufen habe. Jetzt habe ich vergessen, den Text vorzulesen. Egal, da wird wohl nicht der Schlüssel zum Ende des Spiels drin gestanden haben. Ausrüstung. Justin weglegen. So, ich habe mir nämlich auch sagen lassen... Warte mal, ich gucke mir jetzt erstmal hier ein bisschen was durch. Also die Handschuhe und den Schild kann ich, glaube ich, verkaufen. Aber ich bin ja eigentlich immer gut dabei gewesen, ne? Wenn ich was Neues gefunden habe, das direkt gegenzuprüfen. Also den Windschutz, den würde ich mir zum Beispiel jetzt erstmal behalten. Guck mal, unten auf die Texte, gab es hier noch irgendwas Besonderes? Nö, den Windschutz, den werde ich... Warte mal, wie hieß das Ding? Wind-AM. Na gut, das kann man sich ja ganz gut merken. Und hier behalte ich die Hacke, glaube ich, erstmal. Und der Rest, der kann aber, glaube ich, auch weg, oder? Ja, ich glaube, ich werde das jetzt alles raushauen. Dann wird das auch ein bisschen übersichtlicher gleich. Ja, das hast du schon mal gesagt, Kumpel. Wir haben uns jetzt konsolidiert. Ich weiß jetzt, was ich loswerden möchte, glaube ich. So, die Axt behalte ich erstmal, weil... Justin kämpft, glaube ich, gerade mit einem Schwert, ne? Keine Ahnung. Das mache ich weg, das mache ich weg. Den Helm mache ich weg, die Hacke behalte ich und der Schild kann weg. So, kann natürlich sein, dass das alles Sachen waren, die Fina irgendwie gebrauchen kann, aber dann, ja, keine Ahnung, gehe ich notfalls nochmal einkaufen. Aber hört, wenn ihr mal älter seid, könnt ihr gerne jederzeit hier kaufen. Wir werden es uns merken. Mal gucken, ob wir in diesem Spiel überhaupt volljährig werden. Ich bezweifle das ja mal sehr stark. Aber mal gucken. Nö. Aber Fina wird hoffentlich... Ich weiß nicht mehr, was ich hier angelegt hatte, aber ich hoffe, dass wenn sie zurückkommt... das kennen wir schon. Ja, guck mal, mit Arz. Da habe ich beim letzten Mal schon so einen bekloppten Witz gemacht. Ja, komischerweise an die total belanglosen Dinge erinnere ich mich meistens noch. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie ein Eingang. Hier in dem Haus war ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Mit den Türstehern hier haben wir gesprochen. Aber war ich hier drin? Weil langgelaufen sind wir ja hier schon. Ja, ich glaube, hier war ich drin. Das ist ja dann letzten Endes auch unser Ziel, ne? Mann, ich bin auf diese grässliche Tour namens Entdeckungstour sagenhafte Schlange gegangen. Wir wurden von Fliegen angegriffen und ich wurde von einem Schildkamel gebissen. Es war wirklich furchtbar. Schildkamel, das war doch schon mal das, wo ich dachte, dass das die Schildkröten wahrscheinlich sind, ne? Nun, es gab einen guten Teil. Das war die Tour Spaziergang auf dem Meeresgrund mit schönen Mädchen. Na, was für ein Ort ist das denn? Nun, es gab ein... Achso, jetzt wiederholt er sich. Interessant. Dürfen wir uns dann auch zwischen verschiedenen Touren entscheiden? Ich habe in Neupalm gelebt, aber es gibt ein Problem hier, weißt du? Die Stadt ist von Giftschlangen umringt. Das ist ein... Eine große Problem. Das ist eine große Problem. Verstehst du? Es muss etwas dagegen getan werden. Puff. Lass den Quatsch, Pui. Selbst du kannst diese Schlangen nicht essen. Sie sind giftig. Ja, aber selbst Giftschlangen sind nur Schlangen. Keine große Sache. Ich glaube, ich könnte sie platt trampeln. Das glaubst du wohl. Sie sind zu groß zum Zertreten. Sie sind so groß wie Menschen. Oh mein Gott. Pfui Teufel, so große Schlangen. Also, wenn wir irgendwelche Schlangen sehen, wird Justin sie töten, oder? Lass mich das noch machen. Wie kann man sich nur Abenteurer nennen, wenn man Angst vor blöden Schlangen hat? Sei vorsichtig, sobald du die Stadt verlässt. Es gibt Giftschlangen und manche sind so groß wie Menschen. Wir werden nur sehen, ob das so einfach werden wird. Ich glaube ja eher nicht. Guck mal, hier ist ein Plakat von Fina, oder? Das ist doch Fina, die erkennt man doch an der Haarfarbe.
Haben wir schon andere Mädels gesehen, die auch Finas Haarfarbe haben? Ich glaube ja nicht. Aber ich würde sie auch nicht beschwören wollen. So, dann lass uns mal schauen. Auf der Seite dürfte ich nämlich noch nicht in den Gebäuden gewesen sein. Okay. Hier rechts haben wir ja beim letzten Mal, also quasi im Osten, alles abgesucht. Ja, dann gehen wir einfach hier mal gucken. Ne, Tag. Oh, ich wünschte, sie würden mit der Zeremonie beginnen und die Braut würde erscheinen. Die Gäste sind müde. Ich will das Bukett fangen, das die Braut am Ende wirft. Wenn ich es fange, bin ich die nächste Braut. Ich habe davon gehört. Ist das nicht ein wunderschöner Brauch? Ich würde auch gerne das Bukett fangen. Nun hat jemand vor zu heiraten. Ich werde genau hier stehen bleiben, bis das Brautbukett in meine Hände fällt. Brautbukett. So, weiß ich nicht, ob jemand heiraten möchte. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, Justin und Sue erstmal nicht. Hey, ihr da, aus welcher Stadt kommt ihr? Falls ihr irgendwas wissen wollt, fragt mich nur. Ich kann euch alles über diese Stadt erzählen. Ja, danke. Eigentlich sind wir gerade erst hier angekommen und wissen noch nicht einmal, was wir fragen sollen. Hey, ihr da. Achso, jetzt wiederholt er sich. Alles klar. Irgendwann kommen wir bestimmt die Aufgabe, geht zu jemandem, der der Meinung ist, alle Fragen beantworten zu können. Dann werde ich mich an den zurückerinnern müssen oder so. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, langsamer an die... Ich dachte gerade, der Typ wäre ein leuchtender Sack oder so. Ich habe nur den Körper gesehen und dachte, das wäre so ein Sack zum Durchsuchen. Entschuldigung, Typ. Ich bin der Priester. Gibst du das, was du brauchst? Ich habe viel zu tun. Jetzt geh den unterirdischen Gang zu putzen der Kircheglocke. Okay, warte mal, das ist doch kein richtiges Deutsch. Ich habe viel zu tun jetzt. Ich gehe den unterirdischen Gang zu putzen der Kircheglocke. Okay. Hab nicht geputzt eine Weile, muss sie läuten, die Glocke. Seltsam, fühle mich seltsam, irgendwie unheimlich, das Gespräch mit dem Priester. Wie haben sich die Übersetzer oder die Texter das gedacht, wie man das ausspricht? Dass es einfach in die Länge gezogen wird oder dass man das buchstabiert? Keine Ahnung. Oh, keine Sorge. Ungenutzt schon eine Weile. Befremdliches ist in dem Gang. Fremde Wesen leben dort. Das klingt nach einer Mission für uns, ne? Aber welchen Gang meint er? Nein! Ich wollte nur gucken, ob ich irgendwas noch untersuchen kann, aber ist nicht so. Dann schauen wir mal gleich im Hauptgebäude nach. Wo wir jetzt höchstwahrscheinlich erstmal keine Hochzeit begutachten dürfen, aber erstmal schleichen wir so ein bisschen ums Gebäude. Auf jeden Fall komische Architektur, ne? Sehr ungewohnt. Also ich habe noch nie eine Kirche gesehen, die von außen so aussah wie das hier. Kirche von Neupalm. Ja, das Innenleben erinnert schon eher an eine klassische Kirche. Wir hatten lange keine Hochzeit mehr. Wir müssen diesen Platz für den Anlass schön sauber machen. Der Priester hat gesagt, er würde den Lagerraum hinten aufräumen. Ob er wohl schon fertig ist? Wir hatten... Achso. Okay. Aber das liegt nicht an der mangelnden Sauberkeit hier, oder? Dass schon lange keiner mehr geheiratet hat. Ich würde die Leute eher so... Ah. Der klimpert hier doch ab und zu mal drauf. Okay, ich dachte, ich habe mich schon verhört. Ja, ich würde eher sagen, dass die Leute hier nicht willens sind, sich aneinander zu binden. Könnte ich mir vorstellen. So wie ich hier den einen oder anderen schon kennengelernt habe. So, und nun? Mehr kann ich hier nicht machen. Ist auf jeden Fall die bunteste Kirche, die ich je gesehen habe. Okay, also hier tut sich nichts. Kann ich hier... Nee, Karte aufrufen ging ja in geschlossenen Räumen nicht. Das klang aber für mich relativ deutlich nach, hier gibt's was zu tun und du kannst uns dabei unterstützen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zu dem hin. Vielleicht habe ich ja jetzt irgendwas getriggert dadurch, dass ich mit dem Mädel gesprochen habe, die ihn vermisst. Jetzt wiederholt er sich aber. Ich gehe den unterirdischen Gang zu putzen der Kirchenglocke. Welchen unterirdischen Gang meint er denn? Vielleicht der da direkt so neben ihm ist, den er uns gerade so ein bisschen versperrt. Könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann stirbt und wir über seine Leiche quasi in diesen Gang rein müssen. Das ist nicht die Methode, die ich mir wünsche. Aber wenn er uns keinen Platz macht, können wir auch nicht nachgucken gehen. So, oh.
Hey Justin, ich werde zur Pool. Achso, das ist wieder das. Kann ziemlich hoch von hier springen. Obwohl, kennen wir das? Das ist nicht das mit den Tauben, oder? Oder doch? Das hatten wir hier nämlich schon mal. An mindestens zwei Spots kann ich mich erinnern. Aber ich glaube, Pui fliegt hier einfach nur so rum, um ein bisschen zu gucken und uns die Stadt zu zeigen, ne? Die wir ja größtenteils schon kennen. Das hier ist neu. Und da sind wir gerade irgendwo. Okay, auch eine Methode, die Stadt kennenzulernen. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Der kommt aber schon irgendwann wieder zu uns zurück. Ja, das tut er, alles klar. Habe ich auch nur voll durch Zufall gesehen. So, Haus Nummer 4. Was geht hier in der Nummer 4? Zeig es mir. Hallo, guten Morgen. Na, das sieht mir mal so aus, das soll wahrscheinlich mal heißen. Jetzt kennt ihr Kinder gerade aus Messina. Das ist ja verblüffend, ein flüchtiger Blick und sie weiß es genau. Haha, aber natürlich, ihr habt so eine ganz besondere Aura um euch. Könnten Sie erklären, was daran so besonders ist? Nun wollen wir mal sehen, wollen mal sehen. Die Leute hier strahlen, was, Kapillenpaar aus. Und bei euch ist es ein Gefühl von Chowakyobi. Was meinen Sie denn damit? Aha, nun, eigentlich gibt's da keine Bedeutung, nur ein Gefühl, das ihr auslöst. Ah, okay. Zudem feiern die Menschen dieser Stadt das größte Fest während des Karnevals, der in einem Monat beginnt. Alle machen dabei mit, festliches Zuprosten und tanzen auf den Straßen. Und ein Wettbewerb, bei dem die schönste Frau gewählt wird. Na, wenn das mal nicht Fina wird. Egal, wo man im Karneval hinschaut, überall sieht man die Städter, wie sie vibrieren im Gefühl des Kapillenpaar. Aha. Zum Karneval wird ein Wettbewerb abgehalten, in dem die schönste Frau gewählt wird. Sollte ich mich zum Schönheitswettbewerb anmelden, vielleicht gewinne ich ja einen Preis. Ich hoffe, da gibt's ein Mindestalter. Sag mir, dass es da ein Mindestalter gibt. Nein, sie sagt es mir nicht. Du bist noch keine Frau, Sue. Du bist ein wunderhübsches Mädchen, aber keine Frau. Was? Schrubbi, Schrubb, lass die Haut glänzen. Sie wollen eine gesunde, aussehende Schöne für die Wahl zu Miss Neuparm. Okay. Trag täglich Sonnenöl auf. Bemühe dich um tiefe Bräune. Nicht zu vergessen, die Gesichtslotion. Hier, sieh nur, das nenne ich einen fabelhaften Teint. Die Haut soll glatt und seidig sein. Nur weil es in Neuparm so ein gutes Sonnenlicht gibt, kann man hier so einen wunderbaren Hautton erreichen. Okay. Ich glaube, wir sind hier in so einer Art Beauty-Salon gelandet. Kann das sein? Da sind auch nur Mädels drin. Lalalala, ich glaube, der Schlüssel zum Sieg ist es, Aufmerksamkeit zu erregen. Also ist es meine Strategie, durch meinen Gesang zu gewinnen. Ich bringe meine Stimme in Bestform. Es wird der Höhepunkt des Karnevals, wenn die ganze Stadt zu dem Lied tanzt, das ich singen werde. Okay. Gesang ist meine Seele, mein Leben. Einziger Sinn meines Lebens ist die Star des Höhepunkts des Karnevals. Ich brenne vor Aufregung, zu diesjährigen Miss Neuparm gewählt zu werden. Okay. Also ich bin ja jetzt nicht so der Hobbytänzer, ne? Aber Gesang allein wird es da, glaube ich, nicht richten. Ich hoffe, du hast auch einen guten tanzbaren Beat zu bieten. So, okay. Dann wissen wir, Haus 4, Schönheit gibt es hier oder so. Das ist jetzt so meine verkrüppelte Eselsbrücke, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde. Weil wir nie wieder in dieses Haus hier zurückkehren müssen. Kennen wir uns schon? Ich glaube ja. Ja. Das kennen wir. Also einige Gespräche beginnen halt wieder direkt von vorne, ne? Haus 3. Ist mir auch nicht erst seit gestern aufgefallen. Haus 3. So, was haben wir hier? Ein Pärchen. Diese Fina mag ich wirklich. So süß und freundlich und doch so stark. Sie ist die Nummer 1 Abenteurerin in Neuparm. Ich bekomme bald ein Enkelkind und wenn es ein Mädchen wird, soll sie eine Abenteurerin werden wie Fina. Und dein Enkelkind darf das nicht selbst entscheiden. Armes Kind. Dann könnte mich ihre Enkelin auf ein Abenteuer begleiten, sobald sie alt genug dazu ist. Greift ihr beiden da nicht etwas weit vor? Danke, Sue. Und schon wieder stimmen wir überein. So, jetzt wiederholt er sich. Vielleicht hat er das ja auch nur als Späßchen gemeint, aber trotzdem, das ist, als würdest du sagen, ich muss unbedingt einen Jungen bekommen und wenn er dann da ist, dann muss er Feuerwehrmann werden.
ansonsten gebe ich mir die Kugel oder so. Als Frau glaube ich, dass Fina eine brillante, prächtige Person ist. Wenn mein Baby ein Mädchen ist, werde ich sie zu einer kleinen Fina machen. Und ist es ein Junge, dann soll aus ihm einer werden, der so ist wie mein teurer Ehemann. Okay, sieh mal einer an, wie du rot geworden bist. Wie du rot geworden bist, ist eigentlich richtig, oder? So, jetzt wiederholt sie sich. Ja, okay, das war gerade ein großes Kompliment an dich, ne? Aber darauf reagiert er nicht weiter. Okay, also bei denen läuft's. Ist nur die Frage, wer darf das Enkelkind denn gebären? Wo sind die familiären Bande hier? Wir haben bestimmt mit jemandem schon gesprochen, der damit explizit auch gemeint war. Oder der davon betroffen war. Hausnummer 2, da liegt was, das sieht einsammelbar aus. Ich bin Chef der Garde von Neuparm. Wir kümmern uns um alles. Diebstahl, Taschendiebstahl, Mord. Was, ihr arbeitet mit Verbrechern? Nein, nein, wir fangen die Diebe, Räuber und Taschendiebe. Wir fangen sie auf frischer Tat. Aha. Aha, aha. Ah, das kennen wir auch noch nicht. Ich bin Chef der Garde von Neuparm. Wir fangen Bösewichte und hängen sie. Was? Kredithaie, blinde Passagiere, alle. Wir sind keine blinden Passagiere. Die Mannschaft hat uns als Hilfskräfte angeheuert, nicht wahr, Justin? Mhm. Ich glaube, wenn er uns jetzt noch nicht erwischt hat, dann wird er das auch in Zukunft nicht tun. Er meinte ja immer nur auf frischer Tat, ne? Da hätte er dabei sein müssen, als wir Sue im Fass rausgefischt haben. So, gut. Dann könnte es eventuell das letzte Haus gewesen sein. Oder gab es da noch was, wenn ich die Straße weiter hochlaufe? Ah, ne, ein Häuschen ist hier noch. Und zwar Haus 1. Die Nummer 1. Zeig ich mal an. Oh. Irgendwie sind wir schon mal in einem Gebäude gewesen, wo auch so ein alter Herr dort saß. Hier steht, die diesjährige Miss Neuparm ist Miss Candy. Okay, wahrscheinlich bezogen aufs letzte Jahr, ne? Oder? Ey, Jüngerchen, ist lange her. Bist also endlich zurück in der Stadt? Und wo ist Lilly? Sie müssen sich irren. Wir sind uns noch nie begegnet, Mister. Moment mal, Sie sagten Lilly? Redet ja von deiner Mutter? Womöglich. Mister, kennen Sie meine Mutter und meinen Vater? Was erzählst du denn? Ich spreche nicht von deinem Vater. Und du bist viel zu jung, um jetzt schon so senil zu sein. Also, was ist aus Lilly geworden? Seid ihr im Streit auseinander? Sie war so ein hübsches Mädchen und sie hatte dazu einen starken Willen. Hat sie übrigens immer noch. Genau wie ihr Jungen immer sagtet. Ich will die Mysterien erforschen, hinter das Ende der Welt gehen. Wenn sie nichts ausmacht, würde ich gerne Abenteuergeschichten hören. Ja, so viel zu erzählen haben wir da aber auch nicht, ne? Nö, der erzählt auch nichts, deswegen... kommen wir hier, glaube ich, erstmal nicht weiter. Ist aber, glaube ich, auch nicht der Erste, der irgendwas davon erzählt hat, dass er Abenteurergeschichten hören will, oder? Kein Plan. So, jetzt ist die große Frage, gehe ich erstmal nach oben oder gehe ich erstmal zur Abenteurergilde? Ich glaube, wir gucken uns erstmal hier um. Wenn wir da... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da überhaupt weiterkommen... War als Pui über die Stadt hinwegflog, da haben wir noch so einen in meinen Augen begehbaren Teilbereich sehen können. Aber da kommen wir nicht hin. Aber soll kein Thema sein. Denn dann weiß ich, was meine nächste Anlaufstelle ist. Und zwar genau diese hier. Ich hoffe, ich habe ansonsten nichts in der Stadt, was ich noch unbedingt machen wollte, übersehen. Außer das mit dem Mana-Ei, ne? Das ist jetzt noch so ein bisschen... Achso, guck mal, hier kann ich auch nach oben. Wer bist du denn? Ich lebe hier ganz zurückgezogen, aber früher reiste ich zu vielen verschiedenen Orten. Ich war ein Handelsreisender. Ich ging von Stadt zu Stadt, wo auch immer es Abenteuer gab, und trug nur meine Waren und einige Briefe bei mir. Okay, klingt nach einem aufregenden Leben. Also meine ich jetzt ernst? So, was? Büro des Liga-Präsidenten. Okay, aber erstmal will ich mit den Leuten hier schnacken. Wenn ich auf ein Abenteuer gehen würde, würde mir selbst Fina nicht viel bedeuten. Ich hätte einen Riesenspaß. Und dann, wenn Fina mich zurückkommen sieht, würde sie sich hoffnungslos in mich verlieben. Ups, was sage ich da? Das war ein seltsamer alter Mann, so herumzulaufen und Selbstgespräche zu führen. Redet er nicht mit uns?
Aber wenn sich Fina an mich verliebt, wäre Parkon eifersüchtig. Er könnte Mörder auf mich hetzen. Auch wenn ich die Mörder zuerst umbrächte, ihre Freunde würden Rache wollen. Sie würden mich verfolgen und was dann? Hey, das ist interessant. Lassen wir ihn noch ein bisschen länger reden. Ja, der hat auf jeden Fall eine blühende Fantasie. Es ist wohl meine Schuld, eine so dramatische Wende der Ereignisse nur wegen eines Abenteurers zu verursachen. Hey, das kann ja wohl nicht sein. Okay. Immerhin ist er hier jetzt fertig. Also ich weiß ja nicht, ob du Sofinas Typ bist, aber das soll sie dann bitte selbst entscheiden. Wir können ja nicht für sie sprechen. So, und du? Also Kinder, habt ihr eine Tour gefunden, die euch gefällt? In letzter Zeit waren die beliebtesten Touren Suche nach geheim heißen Quellen und Suche nach den Ruinen. Und bei diesen gibt es Snacks auf der Tour. Geheime heiße Quellen, Touren, Snacks? Mister, ich glaube, sie verwechseln uns mit Touristen oder sowas. Warum wollt ihr nicht mitmachen? So etwas ist genau das Richtige für Kids in eurem Alter. Ja, wir sind wahrscheinlich für die Abenteurer-Riege noch etwas zu jung. Wobei Fina ja auch nicht die Älteste ist, ne? Komm ich hier rein? Du musst das Kennwort richtig sagen, sonst lasse ich dich nicht rein. Das Kennwort? Ich krame in meinem Köpfchen und glaube, dass wir so ein Kennwort noch nicht gehört haben. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. So, oh, die ist aber hübsch. Das Bild oben links ist voll niedlich, auch wenn sie da blaue Haare hat und im Screen selbst rote Haare. Das irritiert mich gerade etwas. Willkommen bei der Abenteurerliga. Was für ein Abenteuer hätten Sie gern? Bei der Abenteuerliga haben wir alle möglichen Abenteuer eingerichtet, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Abenteuer eingerichtet? Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Also, wie dem auch sei, wir möchten gern nach Arlent gehen, um die Angelo-Zivilisation zu sehen. Arlent für die Angelo-Zivilisation. Ich befürchte, wir haben noch keine Touren dafür vorbereitet. Aber wenn Sie einige Ruinen von Angelo sehen möchten, können Sie zu den Domruinen südlich von Neuparm. In Ordnung, wir werden bestimmt etwas Gutes finden, wenn wir zu den Domruinen gehen. Wie kommen wir dahin? Hey, da haben wir gemerkt, dass die Domruinentour recht gefährlich ist, also machen wir keine Touren mehr dorthin. Keine Touren mehr wegen der Gefahr? Ein Abenteuer soll gefährlich sein. Na toll. Klingt, als ob Sie Abenteurer werden wollen, stimmt das? Kommen Sie. Stimmt's oder nicht? Dann müssen Sie Mitglieder der Liga werden. Sie brauchen das okay, des Präsidenten. Er ist da hinten im Büro. Wenn wir Mitglieder werden, werden wir dann zu den Domruinen geführt? Ich befürchte, niemand geht dahin. Als Mitglieder bekommen Sie eine Karte von Elencia. Sie können alleine gehen. Oh, das reicht uns doch schon. Oh, noch etwas. Wenn er nach einem Kennwort fragt, ist es, ich bin Mr. Parkons Diener, Ujub. Okay, alles klar, Ujub. Mr. Parkon, der Brief meiner Mutter ist an einen Mr. Gauss adressiert. Das Büro des Präsidenten ist da hinten. Seien Sie bitte ehrlich sein. Komische Schreibweise. Und höflich zum Präsidenten, okay? Sind wir. Wenn Sie unhöflich zu Mr. Parkon sind, werden Sie kein Mitglied der Liga. Sagen Sie nichts, was ihn verärgert. Okay. Klingt, als könne man sich ja ein bisschen was versemmeln. Ich habe jetzt trotzdem keine Lust, speichern zu gehen. Du musst das Kennwort richtig sagen. Okay. Jeder bewundert Mr. Parkon. Parkon, der beste Typ der Stadt. Nee. Ding Dong, okay, du kannst rein. Ujub, ujub. Wahrscheinlich vollkommen anders ausgesprochen. Ich feiere das trotzdem. Büro des Ligapräsidenten und meine Stimme macht wieder voll die Biege. Guck mal, ey, voll das XXL-Fina-Poster. Und hier auch noch voll die Puppe auf dem Boden. Hier gibt es voll viel Fina-Merchandising. Guckt euch das mal an. Warum wurde uns das nirgends angeboten? Und der mit seiner geilen Schaukel hier. Cool, so ein Büro hätte ich auch gern. Was ist das denn? Ich bin Mr. Parkon, Präsident der Abenteurerliga. Oh, jupp, jupp. Braucht ihr irgendwie meine Hilfe? Oh, Sie sind der Präsident, Sie machen Witze. Ich hätte gedacht, der Präsident der Abenteurerliga wäre ein Mr. Gauss. Gauss war mein Vater, er ist schon lange tot. Jetzt bin ich Präsident, oh, jupp. Wirklich? Ich meine, so sind sie also. Justin, vergiss nicht nach dem Beitritt zu fragen. Richtig, nun da Gauss leider tot ist, bleibt mir nichts anderes, als mich mit diesem Ding-Dong abzugeben. Jedenfalls, wir würden gerne der Liga beitreten. Wie geht das?
Aufnahmestopp. Oh, jupp. Müsst ihr wohl Mitglieder dazu kriegen, euch ihre Abenteurerpässe zu borgen. Oh, jupp. Nun aber mal langsam. Sehen Sie, ich habe einen Empfehlungsbrief meiner Mutter. Mein Vater war ein Abenteurer. Er kannte Mr. Gauss. Ich verstehe. Also, dachtest, dieses Papier würde dir einen Abenteurerpass verschaffen? Ich allein entscheide, wer einen Pass bekommt. Oh, jupp, jupp. Schmeiß den Fetzen einfach weg. Na super. Hat uns ja echt viel gebracht. Ich kann mich wieder bewegen. Ich habe neue Pässe eingeführt, als ich Präsident wurde. Oh, jupp, clever, was? Was ist das? Finas Bild auf dem Deckblatt und dieses kitschige Rosa. Ja, ihr Bild sieht schrecklich aus. Fina ist auf dem Cover, weil sie so ein süßes Ding ist. Oh, jupp, Fina ist zudem unsere Nummer 1 Abenteurer. Und sie ist meine Verlobte. Oh, was? Never. Oh, jupp, wir sind ein richtig lieblich liebes Paar und werden bald heiraten. Oh, jupp. Scherzkeks, und warum sollte Fina einen Clown wie dich heiraten wollen? Justin, im Tonmäßigen. Das ist grob. Jetzt werde ich euch nie in meine Abenteurerliga aufnehmen. Oh, jupp. Na toll. Genau das wollten wir doch vermeiden. Gib nicht so an, du Gag. Du bist ja nur Diener. Oh, jupp. Was? Dein Diener? Wann bin ich denn wohl dein Diener geworden? Schon bevor du hergekommen bist, erinnere dich, du sagtest, ich bin Mr. Parkons Diener. Oh, jupp. Also, das ist ja mal ein fieser Schachzug. ja, aber... Das ist gemein. Ich werde nie grobe Leute wie euch in meiner Abenteuerliga zulassen. Geh jetzt nach Hause, oh jupp. Ui, scheint wir beißen auf Granit. Vergiss die Abenteurerliga. Ich kann auch gut allein Abenteuer erleben. Das wird sich noch zeigen. Ich weiß ja nicht, ob wir hier so barrierefrei dann von A nach B kommen. Aber wer soll uns auch ausbremsen, ne? Keine Ahnung, wir werden sehen. Die Frage ist nur, wo ist jetzt unser Zuhause? Oh. Ah, die Abenteurerliga hat einen neuen Präsidenten, wusste ich nicht. Aber wie auch immer, warum sollte sich Fina mit jemandem wie ihm verloben? Was meinst du, Sue? Tja, es ist schwer zu verstehen, aber Fina hat wohl Geschmacksverkalkung. Ja, finde ich auch, wenn das denn wahr sein sollte. Trotzdem, wir haben sonst nichts vor. Gehen wir Fina zu Hause besuchen, hä? Sie leiht uns bestimmt eine Karte. Um dahin zu kommen, muss man nur aus Neuparm raus und auf die Merrillstraße. Komm, Justin, gehen wir. Ich krieg immer, wenn ich nach dem Aufstehen aufnehme, Sus Stimme so gar nicht hin. Die klingt immer sehr ungesund, finde ich. Auch in der Nachbearbeitung dann. Was für ein paar Dummköpfe. Sehen Sie, wenn Sie Mr. Parkon verärgern, können Sie nicht beitreten. Die ist trotzdem so süß. Was, das Haus von Fina? Um dahin zu kommen, nehmen Sie die Merrillstraße nach dem Ortsausgang nach Osten. Mhm. Ist es egal? Ach, da steht Doom-Köpfe, sehe ich gerade. Köpfe auf Doom, weiß Bescheid. So, na gut, dann gucken wir mal. Der südliche Ausgang, der ist, glaube ich, näher dran, oder? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Ich gehe mal davon aus, dass diese Merrillstraße sowieso so ein Punkt ist, den wir separat auf der Karte auswählen können. Ich bin gerade so ein bisschen bekloppt hin und her gelaufen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich speichern sollte, aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Warte mal, wo ging denn das nochmal? War hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Hier oben? Bin ich überhaupt schon mal gewesen? Ganz am Anfang, das war doch eins der ersten Gebäude, die ich betreten habe. Ich hätte... Ach so, warte, hier, oder? Ja, genau, alles klar. Ich wusste doch, dass man hier irgendwo speichern kann. Das ist aber in jedem Spiel immer so unterschiedlich. Komme ich ganz gerne mal durcheinander. Ich würde so gerne meinen Kaffee trinken, aber der ist noch so heiß. So richtig, richtig heiß. So, genau. Geisterschiffhalle gehört der Vergangenheit an. Den brauchen wir nicht mehr. Zum lustigen Abenteurer. Jawohl. Lustig ist es hier wirklich, aber das wäre keine Stadt, in der ich gerne leben wollen würde. Wenn ich denn die Wahl hätte. Wobei als Jungspund, so als ganz junger Mensch vielleicht schon, keine Ahnung. Aber jetzt in meinem hohen, senilen Alter. Nö. So, Merrillstraße. Da wird jetzt bestimmt auch wieder ein bisschen Kampfgedönse vonstatten gehen. Oder ist das eine Straße, die friedlich ist? Das sieht sehr kämpferig aus. Kämpferig. Oh, oh, da ist schon so eine Riesenschlange, vor der wir gewarnt worden sind. Können wir das irgendwie aus dem Weg räumen?
Nö, aber der guckt da immerhin hin. Was soll uns das sagen? Irgendwie lässt sich das bestimmt einreißen. So, hier hätte ich jetzt gerne ein Critical. Ich glaube, das sah gut aus. Also ein Critical, sage ich schon. Ein Überraschungsangriff. Du bist dran. Jawohl, oh Gott. Spuckende Kobra. So, ich glaube, ich möchte hier ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich hoffe, die sind relativ schnell down. Aber eigentlich dürften die ja gar nicht so schwer sein, weil wir müssen ja hier hin. Der Hauptweg führt uns ja hier entlang. Wie viel Schaden haben wir jetzt gemacht? Das habe ich gerade nicht gesehen. Zeig ich mal. Oh, einer ist schon tot. Aber gut, das war auch der Einzige, der davon jetzt getroffen wurde. Ach nee, ich bin mit Justin unterwegs. Egal, der hat eine erhöhte Axtstufe jetzt bekommen. Ach, und er kämpft auch mit einer Axt. Das heißt, ich hätte vorhin theoretisch und auch praktisch die andere Axt, glaube ich, verkaufen können. Ich weiß aber nicht mehr, welche besser war. Habe auch den Tipp zur Kenntnis genommen, dass ich Schaden höher priorisieren sollte als ein Bewegungswert, der dann um 3 Punkte zum Beispiel nach unten geht. Weil 3 eben nicht den Kohl fett macht, aber der vermehrte, verbesserte Schaden irgendwie ganz gut ist, irgendwie so. Den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen. Aber da werde ich mich erst wieder drum kümmern, wenn ich das nächste Mal in irgendeinem Laden bin, wo ich meine Waffen und alles neu einkaufen kann. Ich will nur mal kurz gucken. Die Äxte, die ich jetzt hier habe. Warum habe ich die nicht verkauft? Achso, die habe ich nicht verkauft, weil ich nicht wusste, ob Justin jetzt auch mit einer Axt kämpft. Aber ich habe jetzt auch kein Schwert mehr. Wobei, ich habe ein Schwert bestimmt abgelegt. Ach, keine Ahnung. Werden wir alles sehen. Gucken wir erstmal, dass wir hier halbwegs durchkommen. Ah, I see what you did here. Ich habe dich sowas von kommen sehen, Arachna. Oder wie du heißt. Schwarze Witwe. Okay, und auch wieder in dreifacher Ausführung sogar. Also ich bin jetzt mal so frei und gehe davon aus, dass wir hier jetzt keinen Bosskampf haben werden. Deswegen, ja, werde ich jetzt einfach... Obwohl, warte mal. Der W-Schlag ist ja erweitert. Wobei, mit dem hier bin ich fast durch. Ich würde ganz gerne mal sehen, wie das ausschaut, wenn ich einen Skill, also eine Technik ausmaximiere. Das müsste es gewesen sein, ne? Ich glaube, die sind aber gar nicht so stark. Also zumindest vertragen die nicht so viel. Sowohl die Schlangen als auch diese Viecher hier. Ja, ich habe halt nicht so wahnsinnig viele SP, ne? Komm, wir machen das so. Immer zu Kampfbeginn werde ich mit einem irgendeine Technik einsetzen und Gummisaft. Über was? Technikstufe minus 5 stand da gerade, aber nur für den Kampf, oder? Und nicht langfristig, das wäre ja fies. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber ich habe gerade trotzdem Angst, dass das irgendwie einen Langzeiteffekt haben könnte. Ich hoffe mal nicht. Das will ich gleich mal kurz gucken im Technikmenü. Weil Justin ja gerade ein Axtlevel auch bekommen hat, wie wir jetzt hier gerade unterwegs sind. Okay, da braucht er noch ein bisschen. Der bräuchte aber auch noch ein Level mit Keule. Keulenwaffen sind das, ne? Wo er die 7 braucht für die nächste Technik. Das ist okay. Das heißt, da kann er noch eine Weile mit arbeiten. Und sie bräuchte eigentlich... Obwohl, naja, ist eigentlich egal, worauf sie hinarbeitet. Man kann ja auch einen Punkt überspringen, ne? Also wenn sie jetzt ein 10 Fernkampfwaffenstufen-Level-Dings erreicht, dann lernt sie das auch. Oder muss sie erstmal... das 7er Keulenlevel vorher schaffen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wir werden es herausfinden. Irgendwann. Oh. Okay. Also Fina lebt auf jeden Fall sehr gefährlich high. Und zurückgezogen, kann man das so sagen? Mit Angriffsvorteil. Ich bin gerade so ein bisschen... Nee, leider nicht. Oh, ziemlich seitlich in den Gegner reingelaufen. Ich glaube, das könnte... unbequem werden, aber schauen wir mal. So, einmal bitte Puffy-Wurf hier hin. Ich hätte ja theoretisch mit dem Mana-Ei auch schon einen Zauber einkaufen können, ne? Hätte mir ja vielleicht die ein oder andere Begegnung auch noch erleichtert.
So, dann machen wir hier mal mit dem V-Schlag weiter. Der eine ist schon weg, das ist gut. Und dann gucken wir. Ich glaube, ich würde auch mit normalen Kombi-Angriffen und so mich hier ganz gut durchschnetzeln können. Heilsachen haben wir ja auch. Der Schaden ist auch okay. Vor denen hier hatte ich auf den ersten Blick so ein bisschen Angst, weil die halt so groß sind. Aber groß muss ja nicht immer stark sein. Also ich versuche jetzt mal meinen Kaffee zu trinken. Prost. Warte mal, ich brauche zwei Hände dafür. Einmal kurz noch angreifen. So. Also ich sehe Sue auf jeden Fall lieber mit einem Bogen in der Hand. Als mit einer Keulenwaffe oder so. Aber wechseln werde ich da definitiv noch. Diese komische Hacke, die sie da noch hat. Zählt das in die Kategorie Keulenwaffen? Ich weiß, ich habe mir die Frage schon mal gestellt. Und ich kannte auch schon mal die Antwort drauf. Bin mir aber fast sicher, dass dem so ist. So, ich hatte da noch den anderen Weg. Aber da waren halt zwei Gegner, deswegen bin ich so instinktartig erstmal hier reingerannt. Oh mein Gott. Okay, also über mangelnde Gegnervielfalt können wir uns hier nicht beklagen. Wo ist denn bei dem jetzt vorne und hinten? Ah, da war, glaube ich, gerade so ein Aussichtspunkt. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht bin ich ja jetzt hier in einer Ecke gelandet, wo wir lauter Sackgassen haben. Ich feiere das gerade total, dass hier so viele unterschiedliche Gegner sind. Das finde ich gut. So, Sue ist gerade auch ein bisschen angeschlagen, sehe ich, ne? Egal. Beziehungsweise gerade deshalb werden wir jetzt hier mehr mit Techniken arbeiten. Ich werde auch versuchen, gerade bei zukünftigen Bosskämpfen, Leute, mich stärker darauf zu besinnen, dass dieser kritische Angriff durchaus auch dazu imstande ist, einen Angriff zu unterbrechen, den der Gegner gerade vorbereitet. Oder ein Zauber oder eine Technik oder was auch immer. Also das habe ich definitiv im Hinterkopf. Wollte das nur nochmal gesagt haben, weil ich das in einem Kommentar noch gelesen hatte. Es ist bei diesem, schon wieder vergessen, wie der heißt, bei diesem Octopus-Ding oder was das da war. Auf jeden Fall bei dem Boss im Geisterschiff. Dass es da den einen oder anderen guten Moment gegeben hätte, dem so ein bisschen zwischenzugrätschen und ja, den auszubremsen und so. Gegengift! Ist das das erste Mal, dass wir da unten Tatsache auch einen Gegenstand bekommen haben? Ich weiß es nicht, aber ich feiere das. Ich finde das gut. Gerne mehr. Trotz Inventarkapazitätsgrenzen. Aber jetzt weiß ich ja inzwischen, wie ich so ein bisschen damit umgehen werde. So, was haben wir denn hier? Aussichtspunkt ist immer gut. So viel zum Thema eine Ecke voll mit Sackgassen. Nicht so ganz. Aber Geld bekommen wir hier. Und Geld kann ja nicht schaden, ne? Im Rahmen so eines Abenteuers. Ich hatte bei der ersten Gabelung ja auch noch den anderen Weg. Das muss ich unbedingt bedenken, weil wir werden in dieser Folge jetzt den Ort nicht komplett abwickeln. Hatte mir ehrlich gesagt, als ich den Begriff Straße gelesen habe, auch eher so einen linearen Weg ausgemalt und weniger so einen Irrgarten. Aber das ist okay, solange die Gegner nicht zu krass drauf sind und wir halbwegs gut durchkommen. Passt das? So, du darfst bitte auch gerne sterben. Die Gegner sind hier so unterschiedlich, dass ich irgendwie gar nicht weiß, wann und ob ich hier überhaupt mal irgendwas rausschneiden soll. So, Sue, ein bisschen musst du noch durchhalten. Ich werde dich nämlich erst heilen, wenn du auf unter die Hälfte deiner Gesundheit passt. Stufe höher! Yeses! Sehr schön! Ich finde, dass man zumindest in der jetzigen Spielphase in schönen, regelmäßigen Abständen so das Belohnungsprinzip einfach eintritt, ne? Und so die Belohnungssynapsen getriggert werden. Mir ist gerade keine bessere Bezeichnung eingefallen, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Es gibt hier immer in regelmäßigen Abständen so Glücksmomente. Ah! Okay. Aber der hat mich jetzt nicht hinterrücks... Nein. Nein, das ist fies. Wie war denn das nochmal mit dem Fliehen? Oh Gott. Okay, das war unfassbar unglücklich. Kann ich aus jedem Kampf fliehen? Und ja, wenn ja, klappt das immer. Okay, das war, glaube ich, die dümmste Entscheidung überhaupt. Oh, ist das bitter. Mann. So, komm. Dann machen wir jetzt hier einmal
wieder ein bisschen Technikgeschwurbel. Wobei ich hätte auch mit ihr diesen... Ja, das war dumm. Dieses Rara zaubern können. Ich glaube, dafür werde ich jetzt als nächstes sparen. Ich weiß nur nicht, ob das ausreichen wird, bis ich sowieso einmal bei ihr Heilung einsetzen muss. Wobei sie ist noch bei knapp über der Hälfte, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, was ihre Max-TP-Anzahl ist, aber ist, glaube ich, alles halb so schlimm. Ich würde es ganz gut finden, wenn ihr Justin ein bisschen fokussiert. Ich meine, der schreit doch förmlich danach, angegriffen zu werden. Der sieht doch jeden Angriff auf seine Person als Teil seines Abenteuers. Und trotzdem wollen sie alle auf die Kleine. Nicht die schadenfrohe Gestalten, so rum. Okay, so, hier haben wir jetzt aber den nächsten Aussichtspunkt. Und so langsam komme ich hier ein bisschen durcheinander. Mit Laufwege und hast sie nicht gesehen. Liegt aber auch daran, dass ich wieder die Kamera die ganze Zeit hin und her drehe und... Ja, aber ich will halt möglichst nach geradeaus gucken beim Laufen. Was haben wir denn hier? Ich hatte ja gehofft, dass ich jetzt hier den falschen Weg erwische, aber... Oh mein Gott, das hört gar nicht mehr auf. Das hört gar nicht mehr auf. Aber die Gegner respawnen ja nicht, solange ich den Screen nicht wechsle, ne? So, jetzt hat Justin auch mal ein bisschen Gummisaft abbekommen und weiß, wie sich das anfühlt und wie seine kleine Freundin hier mit Gummisaft besprenkelt wurde und so. Ne, ich glaube, die Spinnenkämpfe, wie viel haben wir jetzt davon gesehen? 2. Ich werde jetzt ja auch noch am Ende der Folge ein bisschen was zu Fuß erkunden und ich habe eigentlich versucht, mir eine Eselsbrücke zu bauen, um hier den Überblick zu behalten, wo ich schon war und wo noch nicht. Ich hatte gerade kurz überlegt, als ich das Ding gesehen habe, ob es sich um ein Mana-Ei handeln könnte, aber hier einfach so, mittendrin auf dem Boden liegend? Das ist ja der totale Jackpot, oder? Ich freue mich gerade extrem. Die haben wir, glaube ich, auch nur einmal bekämpft bisher. Ja, den Kampf lasse ich jetzt mal drin und werde dann hier mittendrin danach dann auch den Part beenden und dann direkt die nächste Folge noch mit aufnehmen. Ich bin nämlich wieder total heiß. Also je länger die Aufnahmepausen andauern, desto größer ist dann immer die Vorfreude, wenn es dann endlich weitergeht. Und ich freue mich auch total wieder, dass wir jetzt hier kämpfen können. Also das fehlt nach so einer gewissen Zeit dann immer, wenn die letzten Parts so sehr text- und dialoglastig gewesen sind, sage ich mal. Und ja, die ersten Erfolge konnten wir ja hier schon verbuchen, ne? Im Punkto Waffen-Upgrade und so. Aber ich muss unbedingt eine Lösung finden in Bezug auf die Mana-Eier. Weil ich glaube, es ist nicht so ganz sinnvoll, die in meinem Inventar versauern zu lassen. Aber ich würde halt gerne Fina maximal ausbilden, so mit all den Eiern, die ich besitze. Weil ich sie halt von den Charakteren, die wir bisher kennenlernen durften, am coolsten finde. Und ja, sie auch schon mit dieser Zaubererrolle, sage ich mal, sich schon so arrangiert hat, ne? Sie kam ja schon als Magierin zu uns ins Team. Ja, die ersten Zauber hat sie schon beherrscht, bevor wir überhaupt irgendwas beibringen konnten. Und das würde ich halt gerne ausbauen. So, was haben wir hier? Das ist aber nicht der Geröllhaufen vom Anfang. Sondern irgendein anderer, oder? Ich komme mir sowas von gar nicht klar. Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Was haben wir hier Schönes? Auf jeden Fall etwas, was uns wieder ins Menü schmeißt. Das passiert, glaube ich, immer, ne? Wenn es nicht gerade Geld ist, was wir aufsammeln. Ohrringe. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, dass wir Ohrringe schon mal hatten, aber ich würde es jetzt nicht beschwören wollen. Keine Ahnung, ob er das auch tragen kann. Ja, +1 Verteidigung, +3 Giftschutz. Ich glaube, ich wäre doof, wenn ich das jetzt... Achso, guck mal, sie trägt das schon. Sie trägt das schon. +2 Aktion. Vaters Abzeichen. Was heißt denn Aktion? Ist Aktion... Nee, hat das irgendwas mit der Beweglichkeit auch zu tun? Also wie viele Schritte der laufen kann und so? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde ihm jetzt erstmal das geben, weil die Gegner ja hier doch... Oh, welch Wunder. Was ist denn das hier? Ist das ein Höhleneingang? Ach so, nee, ich dachte, da kommt jetzt... Oh, shit. Ich dachte, da kommt jetzt wieder irgendeine Beschreibung oben, aber das ist einfach nur so ein kleiner Durchgang. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Aber egal, spuckende Kobra, kennen wir schon. So, ich spare jetzt ja ein bisschen für den Heilzauber von Sue. Müsste ich ja eigentlich auch mit etwas höherer Priorität leveln, weil das jetzt abseits von den Items die einzige Heilmöglichkeit ist. Und so oft habe ich das noch nicht zum Einsatz gebracht. Ist aber auch ganz schön teuer. Muss man ja mal ganz klar sagen, ne? Stand zwar von Anfang an zur Verfügung, oder? Oder hat sie das gelernt? Das kriege ich gar nicht mehr zusammen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das konnte sie von Anfang an zusammen mit ihrem... mit dem Wurf da. Aber egal. So, das heißt, ich werde jetzt hier an der Stelle auch einen Cut machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich beim nächsten Mal weiterlaufen soll. Das wird hier aber spannend. Aber gut, solange ich, wie gesagt, die Karte hier nicht verlasse oder das Gebiet hier verlasse, kann ich mich ja ganz gut an den Gegnern und an den Sachen, die auf dem Boden rumliegen, orientieren. Das kriegen wir irgendwie schon hin. Glaube ich, meine ich, hoffe ich. Was? Wir sind voll? Denn ernst? Gegenstand weglegen. So, das heißt, ich habe jetzt das Gegengift einfach liegen gelassen und nichts damit gemacht. Richtig? Hier gucken wir jetzt nochmal kurz hin. Okay. Ja. Gut, ihr Lieben, wir werden an genau diesem Punkt beim nächsten Mal weitermachen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.